So, also das Zeichnen ist ja für mich die absolute künstlerische Wahnsinnsgeschichte, weil ich keine Ahnung habe. Und wir haben das Glück, einem wirklich begnadeten Künstler gerade einmal zuschauen zu können. Das ist jetzt eine Handskizze einer Uhr in Echtzeit. Das heißt, nicht in Zeitraffer und auch nicht gefaked, sondern wirklich freihand die Uhr mit Stift händisch auf das Papier.
Fotos, Videos, Zeit. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Auch in Echtzeit ist das sehr spannend. Ne? Das so im Kopf zu haben, dass man es zeichnen muss. Also ich kann schon gar nicht dreidimensional denken. Das muss man ja nicht machen. Die Reflexion im Lichtschattenspiel, das ist echt absolut genial. Wie macht man das? Man etwas zu zeichnen, was man schon gesehen hat, ist die eine Sache. Aber etwas zu zeichnen, was man nur im Kopf hat. Ja, das ist ja genau die Herausforderung. Und da kommt natürlich im Designstudium drauf gebrieft, wobei im Page das jetzt natürlich auch ein besonders guten Niveau macht. Also es ist lang nicht so, dass da alle so zeichnen könnten. Mhm. Da braucht man schon eine besondere Hingabe, Begabung und viel Übung für. Es ist ein anderes Zeichnen, als man das sonst macht. Es ist ja kein Abzeichnen, sondern es ist eher so ein konstruktives Zeichnen. Man hat eine Form im Kopf und man weiß von allen Seiten, wie sie aussieht, damit man die dann auch tatsächlich aufs Papier bringen kann. Da sind ja auch mal wieder so Unterstützungslinien drin, die dann halt mal einen Querschnitt so leicht andeuten und zu verdeutlichen, wie Topografie ist, wie der Kantenverlauf ist, wie die Schatten aufgesetzt werden. Ich weiß, also es ist nicht vergleichbar. Ich habe vor Ewigkeiten Kurzgeschichten geschrieben und ich weiß, bevor ich den ersten Buchstaben geschrieben habe, habe ich Tage oder Wochen lang über einen roten Faden nachgedacht. Und selbst dann habe ich das, was ich gemacht habe, noch 30.000 Mal umgeschmissen. Aber hier wird ja nicht mehr radiert. Das ist ja schon... Das ist die große Herausforderung tatsächlich, ja. Aber ist ja nicht wie ein Word-Programm, dass ich dann einfach mal ein Kapitel verschieben kann oder umformulieren oder sonst irgendwas. Es ist trotzdem im Prozess. Also die ganze Zeichnung ist ja ein Prozess, ein Entstehungsprozess der Uhr. Man hat am Anfang halbwegs konkrete Vorstellungen, die dann immer konkreter wird. Und man fängt ja auch mit sehr, sehr feinen Linien an. Sieht man jetzt zum Beispiel an der Stelle. Das ist ja alles sehr, sehr wenig betont. Ganz geringen Kontrast, ganz geringer Strichstärke. Und je sicherer man sich ist, dass diese Kontur jetzt die richtige ist, desto mehr wird sie dann eben im Prozess betont und am Ende dann stehen gelassen, wenn das Ganze die richtige Tiefe hat. Kann ich das auf dem Band lassen? Unser Gespräch? So, wenn es zur Sache tut. Ist doch super, Information. Die kann ich nur irgendwo googeln, sowas. Ja, nee, also das ist schon beeindruckend. Sehr cool, Edgar, das ist wirklich schön. Danke. Das ist absolut der Knaller, echt. Für mich als Kollegen ist das schon so, da müsste ich jetzt ein paar Tage üben, bis ich da das so aus der Lameng schütteln könnte. Allein schon, wie die Uhren sich berühren, überlappen die Aufteilung auf dem Blatt, dass das von der Größe her passt. Das ist echt. Aber das ist tatsächlich wahrscheinlich der größte Unterschied von uns zu anderen Marken. Also neben der Konzeption der Modelle ist der Entstehungsprozess bei uns tatsächlich ein Designprozess. Mhm.
Und bei vielen, gerade diesen handwerklichen Marken, die dann eher so historisierendes Design machen, das alles eine Berechtigung hat, ist es ja ganz anders. Es geht vom Handwerk aus. Bei uns geht es von der Idee und von der industriellen Fertigung und dem Design aus. Ja. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich davon nicht sogar Ausschnitte als Intro nehme. Das können Sie durchaus machen. Also das ist recht echt typisch für unsere Marke. Also das würde dem gerecht werden. Mhm. Das ist ja nicht nur eine Uhr, das sind eine Uhr mit mindestens vier bis fünf Ansichten. Spezielle Stifte, ne? Die je nach Druck und Häufigkeit unterschiedlich stark färben. Eigentlich ist eine besondere Eigenschaft dieser Stifte, das ist schon richtig. Man kann das mit der Geschwindigkeit und dem Druck schon so ein bisschen steuern, aber man kriegt damit sehr, sehr homogene Farbflächen. Auf einer großen Breite auch. Die sind ja auch auf einen sehr schnellen Zeichenprozess optimiert. Deshalb diese große Pinselspitze. Oder halt eben die feine, die hat ja so eine Art Retriever, dass man sich dann auch neigen kann. Man kann dann auch sehr oder halt eine große Fläche ausmachen. Und das Gute ist eigentlich, dass sie nicht mehr wahnsinnig viel dunkler werden, wenn man da drin ist. Also man kann sehr definierte Farbwerte mit angeben. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen roten Buntstift habe oder sowas, den kann ich total rosa wirken lassen. Das geht mit dem Stift nicht. Ja. Ja, nee, das meinte ich ja. Und dann, als wer das für die volle Länge sehen möchte, klicke bitte hier. So, muss ich weiter machen oder kann ich schon fertig? Ja, ist super. Ich glaub, die Skizze ist perfekt. Absolut super. Okay, ich muss jetzt gar nicht weiter vormachen. Die ist super, wie sie ist. Guter Zeitpunkt. Ich bin echt tief beeindruckt. Vielen, vielen Dank.